Ja, servus und hallo again. Hier ist der Marty. Nach ewigen Rumdoktern sind wir jetzt online. Wir sind online. Haben ein bisschen eine Mucke laufen. Die YouTube safe ist, wie man mir gesagt hat. Nur so ein bisschen noch rumdoktern an den Einstellungen. Ein bisschen leiser machen, so ist gut. So. Dann sind wir startklar. Ich wollte eigentlich auf Twitch heute streamen, aber ich habe mein Passwort vergessen und ich kann es mir nicht anfordern, beziehungsweise den Token kann ich mir nicht anfordern, weil ich damit, weil der auf das andere Handy läuft, wo ich jetzt keinen Zugriff habe gerade, blöderweise. Wo sind wir? Wir sind Zweiter in der Tabelle. 3 Spiele, 7 Punkte, müssen jetzt als nächstes gegen Tenningen spielen. Ich wollte eigentlich an den Overlays und an dem ganzen Gedöns heute ein bisschen arbeiten, aber habe es irgendwie nicht geschafft zeitlich. Und jetzt war es auch schon 11:30. Das heißt, wir werden jetzt unser Stündchen streamen. Werden jetzt dann also den 4. Spieltag bestreiten. Südbaden endet heute Nacht. Karte registrieren, haben wir auch alle registriert, oder? Genau. Also machen wir Auswahl bestätigen. Sesavural. Ist auch weg, super. Also der nächste Spieler, den wir verloren haben. Blöd. 13 Tage sind es jetzt bis zum nächsten Spiel. Ich werde jetzt mal eine Nachricht auf Twitch raus, Quatsch, auf Twitter raushauen. Kann ich doch hier auch machen, oder? Kann ich das hier machen? Kennt sich wieder einer aus. Twitter! Ja, ist total bescheuert, dass ich jetzt meinen Token nicht habe. Vielleicht kommen ja meine ganzen Bros von Twitter. Schreiben wir mal, bin gerade live auf YouTube. Schaut doch mal rein. Verschrieben auch noch. Rein zum, nee, um zu quatschen. Um zu, so nicht. Alle können antworten. So. Auf YouTuber habe ich gerade geschrieben. Na egal. So, dann gehen wir hier wieder zurück. Und gerade registriert. Die Rockmucke läuft. Also wie gesagt, die Rockmucke müsste theoretisch YouTube safe sein. Das wurde so bei diesem Add-on angegeben. Da verlassen wir uns natürlich drauf. Ja,
In diesem Safe Game möchte ich ja möglichst weit kommen. Wir werden auch dann noch vielleicht im Laufe der Zeit andere Ligen hinzufügen. Das haben wir ja gestern festgestellt, dass das machbar ist. Und mir macht es im Moment wieder total Spaß. Auch die Let's Plays passen. Ich habe eine neue Taktik mir für den Februar überlegt. Gestern ja mit dem Lars lange drüber gesprochen, im gestrigen Stream. Ich werde im Februar auf dem Hauptkanal, also dem, wo ich jetzt gerade hier streame, da werde ich mich auf den Eastside Hockey Manager konzentrieren bei den Let's Plays. Die werde ich bringen, quasi den ganzen Monat. Im Moment ja, vorher habe ich Teil 13 aufgezeichnet, der wird dann am Dienstag, glaube ich, online gehen. Und das heißt, da wird den ganzen Monat der Eastside Hockey Manager laufen. Auf dem anderen Kanal, dem Football Manager World, da werde ich mich auf den Football Manager 21, also das, was wir jetzt hier gerade zocken, konzentrieren, allerdings das World League Safe und den Football Manager 21 Touch, wo ich ja auch eine Karriere gestartet habe. So, das müssen wir schon spielen, die U19 muss spielen. 6 Auswechselspieler, ist Wurst. Und wenn das passiert ist, dann werden wir das Ganze uns ansehen und Anpassungen vornehmen. Ich werde auch demnächst nochmal einen Blog eröffnen, wo ich auch ein bisschen was über meine Gedanken zum Streamen schreiben werde. Fakt ist es für mich, es gibt 3 große Let's Player, die gleichzeitig natürlich auch streamen im Football Manager. Das sind englischsprachige Kanäle, die aber massig abgreifen, und da wollen wir hin. Das wird zwar kaum machbar sein, zumindest möchte ich im deutschsprachigen Raum die Nummer 1 werden. Ich sag's jetzt ganz offen. Uff. Und dazu brauche ich eine bessere Strategie, als sie bis jetzt war. Ich habe zwar immer so meine Zugriffe. Auf diesem Kanal sind es immer so 100 in den letzten 48 Stunden. Pfft. Ja, jetzt schöner Pass in die Tiefe. Stefan. Aber auch der kommt nicht an. Dritter Versuch jetzt. Lars, da ist er ja. Guten Abend. Ja, ich bin etwas später dran heute. Ich habe jetzt auch noch aufgezeichnet und wollte eigentlich jetzt noch was bei den Overlays und so hier ändern. Allerdings komme ich nicht auf meinen Twitch-Kanal drauf, weil ich den Token angefordert habe und der geht aufs andere Handy, wo ich jetzt im Moment nicht hinkomme. Das liegt nämlich oben im Schlafzimmer. Also werden wir erstmal auf YouTube streamen. Mit hoffentlich lizenzfreier Musik. Wie geht es dir? Es war schon alles vorbereitet. Hast du deinen Plan? Musst du morgen aufnehmen dann? Oder später noch? Ich denke, ich werde jetzt auch so wieder eine Stunde, vielleicht ein bisschen über eine Stunde hier streamen. Dann ist wieder gut. Und ich habe meine Strategie geändert. Ja, wieder mal der Zettel Ewald mit seinen strategischen Plänen. Alles notiert. Irgendwo hier. Wo ist mein Plan? Mein Plan ist weg. Ich finde sofort meinen Plan. Da ist mein Plan. Ja, nicht lizenzfrei, genau, aber dieses Add-on für Streamlabs OBS, da kann man extra YouTube
dass es YouTube safe ist, einstellen. Das habe ich eigentlich auch gemacht. Also gehen wir davon aus, das wuppt. Ja, der Plan der Pläne für den Februar sieht jetzt so aus, dass ich jetzt wirklich doch anders aufzeichne und am Hauptkanal jetzt bloß, also den hier, mich auf den Eishockey-Manager konzentrieren werde und am Zweitkanal, am Football-Manager World, die Fußballspiele bringen, weil der Eishockey-Manager eigentlich gut gelaufen ist. Habe ich zwar jetzt ein Jahr nicht mehr gebracht, aber da hatte ich sogar relativ viele Zugriffe drauf. Und das werden wir den ganzen Februar durchziehen. Und dann werden wir sehen, wo wir stehen. Natürlich wird es eine statistische Auswertung geben. Ohne Statistik geht nichts. Ja, mir geht es eigentlich auch gut. Das Wochenende ist zwar jetzt schon wieder fast vorbei, oder beziehungsweise der Samstag schon wieder gelaufen. Montag bin ich noch zu Hause. Dienstag muss ich einen Tag ins Büro, weil da die Kollegen ziemlich unterbesetzt sind. Ja, Telefondienst. Und ich denke Mittwoch, Donnerstag, wahrscheinlich Freitag dann auch wieder zu Hause. Zumindest müsste es, wenn es alles nach Plan läuft, müsste es machbar sein, dass ich jeden Tag aufzeichne und streame. Man hat ja sonst nichts zu tun. Heute habe ich übrigens mein 700. Video aufgezeichnet. Wovon ich davon eigentlich 650, naja, 650 nicht, aber sagen wir mal 600, auf die auch nicht so stolz bin. Ja, ich bin auch immer überlegen, wo ich die alten, also die quasi die Sachen aufhebe oder ob ich die aufheben soll oder nicht, wo ich aufzeichne. Im Moment hebe ich so ein bisschen was auf immer, aber der Platz, das ist ja doch ein Haufen Material. Gut, bei dir, bei deinen 2000 Folgen oder mehr, ja, bei deinen 2000 Folgen, da wirst du wahrscheinlich eine diverse externe Festplatten brauchen, oder? 4500, ja genau. Da brauchst du ja diverses Zeug. Ich hatte schon überlegt, ob ich es irgendwo in der Cloud speichern soll. Aber boah, so viele auf Vorrat. Boah. Nee, also da bin ich. Ich habe zwar auch ein bisschen was auf Vorrat, aber meistens immer nur so 3-4 Tage im Moment gerade. Oh, wieder nicht. Terabyte, boah. Okay. Ich habe mal überlegt, ob ich sie parallel auch auf Twitch hochlade. Kann man ja auch. Beziehungsweise auf Vimeo. Aber das habe ich dann auch wieder verworfen. Weil ich sie teilweise von YouTube dann wieder runterladen müsste. Auf Twitch hochladen. Terabyte, ja, schon heftig. So, ich muss jetzt mal kurz bei der Taktik hier was ändern. So, wenn ich den Matchplan jetzt hier rausnehme, weil es kann eigentlich nur an diesem Matchplan liegen, dass der irgendwelche Auswechslungen macht. Da kommst du noch zu Schuss mit deinen ganzen Listen. Also ich habe ja eben auch immer so ein bisschen mehr aufgezeichnet oder zeichne dann 3-4 Spiele parallel auf.
Und ich rendere sie ja immer noch. Das heißt, ich muss ja wegen dem Intro sie dann rendern. Und teilweise blicke ich da echt, oder muss ich wirklich aufpassen, wie ich das mache, was ich wo rendere. Dann habe ich eine Zeit lang auf einem anderen PC gerendert. Was natürlich okay wäre, weil dann könnte ich nämlich zocken und am anderen rendern. Aber irgendwie habe ich den Überblick verloren. Ach, ich bin in die Wechseljahre. Jetzt wieder Hitzewallungen. Google Docs, oder? Habe ich auch. Henning in unser nächster Gegner. Ja, stimmt. Aber ich finde Google Docs und Tabellen, Google Tabellen finde ich super. Ich arbeite damit auch sehr viel. Eigentlich schon die ganzen Jahre. Ich habe sogar noch zeitweise jede Woche meiner auf YouTube dann damals ausgewertet, also wirklich jede Woche, welches Video wie oft angeschaut wurde, wie viele Zugriffe ich in der Woche hatte, wie viele Zugriffe ich im Monat hatte, dann habe ich davon Rankings noch erstellt und meine ganzen Serien aufgezeichnet. Allerdings hinkt die Liste etwas, weil es doch jetzt schon lange Zeit her ist. Sollte ich mal wieder machen. Ich meine, die Statistik hat man ja in Analytics drin, aber... Wobei anders, wie gesagt, verliere ich auch den Überblick. Was waren denn deine meisten Parts? Von welchem Game? Gestern wollte ich übrigens abends noch, nach dem Streaming, wollte ich noch auf deinen Kanal schauen, als ich auf dem Fernseher lag, vor dem Fernseher lag. Ich bin dann so K.O. gewesen, hab dann den Fernseher noch eingeschaltet, bin noch auf YouTube gegangen und dann war es dunkel. Dann ist er eingeschlafen, der Marty. Du zockst also quasi ein Game, das haben wir ja gestern schon gesprochen, du zockst ein Game durch oder bis zu einem gewissen Punkt und dann ist vorbei, oder? 250 Parts, puh. Weil, gut, bei mir ist es natürlich, bei den Managern ist es natürlich so, dass es eigentlich kein Ende gibt. Also könnte man ja ewig zocken. Weil ich ja quasi in mich gegangen bin und versucht habe, festzustellen, woran es bei mir hakt, dass jeder Horst mehr Abos und alles Mögliche bekommt, also von der Football-Manager-Szene. Und ich bin dazu gekommen, dass es vielleicht wirklich an den alten Teilen auch liegen kann, weil ich ja teilweise auch eben alte Saves mache, die mir zwar Spaß machen, die aber wahrscheinlich keinen Mensch mehr interessieren. Uff.
Legst du das Ende selber fest, okay. Ich habe immer noch einen YouTube-Kanal mit Handyspielen. Ich würde ja auch ganz gerne mal ein Handy oder die Handyspiele wieder machen. Also auch eher so Fußballmanager. Aber wann soll ich das noch aufzeichnen? Um ein Abo gewachsen. Gratuliere! Ich habe wieder eins verloren. Das sind meine blöden Sub for Subs, die bleiben einfach nicht. Das ist wirklich blöd. Aber ich möchte jetzt wirklich schauen, wenn ich jetzt das... Abseits. Wenn ich jetzt das im Februar so aufzeichne, dann möchte ich wirklich mal schauen. Also ich habe mir jetzt auch aufgeschrieben, die... Wo habe ich es denn? Von beiden Kanälen, die in den letzten 12 Monaten, wie viele Stunden Viewtime ich hatte. Die Views in den letzten 48 Stunden. In den letzten 7 Tagen die Views und in den letzten 7 Tagen die Minuten. Und das werde ich jetzt jeden Tag mal so zusammenschreiben, um da irgendwie so einen, vielleicht einen Trend zu finden, wo es sich hinentwickelt. Ja, genau, Sub for Sub bringt gar nichts, das ist richtig. Wobei mit der Wiedergabezeit, weil du das gerade schreibst, da habe ich mal gelesen, dass YouTube aber schon 30 Sekunden ja wertet. Also das heißt 30 Sekunden, wenn jemand dein Video schaut, dann ist es eigentlich schon positiv. Also ich habe zum Beispiel eine durchschnittliche... Genau, 7 Tage, sag mal. Die Minuten, oder? Werden wir vergleichen. Oh, Tor! Also in den letzten 7 Tagen 1044 Aufrufe. Da habe ich 7 Tage. Views. Peinlich. 250. Das sind aber 6% mehr, als ich zuvor hatte. 250 Views. 117 Stunden. Ich habe 1100 Minuten, sind wie viele Stunden dann? Kopfrechnen. 1100 geteilt durch 60 ist 18 Stunden. Okay, okay, okay. Ja, und die Abonnenten vergessen wir. Also, ich bin in der Aufholphase, Lars. Vielleicht. Tor! Wobei nach den Zahlen jetzt, die ich jetzt da ausgewertet habe, würden meine beiden Kanäle wachsen. Zumindest von der durchschnittlichen View-Zeit und von den ganzen Werten wäre zumindest eine Steigerung drin, aber wie gesagt, das ist alles blöd. Also ich bin echt gespannt, wenn der Februar jetzt läuft, also der ist ja noch gar nicht losgegangen, wenn der Februar läuft, wie sich dann das entwickelt. Nein, das ist ja nur Spaß, kein Konkurrenzkampf, klar.
ist ja auch eine andere Zielgruppe, die wir haben. Wobei es mal interessant zu wissen wäre, wenn ich mal was ganz anderes bringen würde. Es ist kein Shooter oder sowas, aber irgendein anderes Game mal auf dem Hauptkanal, wo ich ja eh alles reinklatsch. Ich habe letztens Katzenvideos hochgeladen. Die durchschnittliche Viewzeit von deinen Videos, also komplett vom Kanal. Also mir zeigt er das eigentlich an. Ich glaube, das ist auch richtig so von den Werten. Habe ich zum Beispiel beim einen Kanal durchschnittlich 2 Minuten und 52, also beim neueren Kanal. Und bei dem alten, wo wir jetzt hier sind, habe ich 4 Minuten und 23, wenn ich das richtig sehe, durchschnittliche Viewzeit. Meine Steam-Spiele, ja, ich weiß, irgendwie, ich zocke eh das Gleiche. Ich habe noch ein paar ältere Klassiker hier in Originalverpackung, die ich noch nicht mal aufgemacht habe. Nee. Und ich habe ja noch den, ich glaube, gib mal Zeitraum ein Jahr ein, mach mal ein Jahr. Ich weiß gar nicht, was er mir hier da genau anzeigt. Da steht nur Viewing-Zeit, also. Gott. Also mit den 4 Minuten 23, wenn das jetzt stimmt, das ist eigentlich ganz okay. Durchschnittlich. Bin ich zufrieden. Und was auch gut läuft, sind meine Katzenvideos. Ich habe jetzt 3 Katzenvideos hochgeladen. Man glaubt es nicht. Mehr Views als meine Fußballmanager. Erschreckend. Ja, schön. Also Ende Januar 20 und 21. Ja genau, schau mal danach, wie viel da deine durchschnittliche Viewing-Zeit ist. Also wie lange die Leute auf deinen Videos bleiben. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ob jetzt diese 4 Minuten oder beziehungsweise beim neuen Kanal 2 Minuten 52, ob das irgendwie ansatzweise okay ist oder nicht. Also ich werde einen anderen YouTube-Kanal anschauen. ...81.000 Aufrufe. Ja, lass mal das mit den Zahlen. Wir schießen das 3-2-1. Nein, weil ich irgendwo letztens ein Video gesehen habe, wo ein YouTube-Kanal... Ich glaube, so geht YouTube heißt der. Weiß nicht, ob du den kennst. Der erklärt ja jeden Tag irgendwas anderes. Wobei mich der Typ wahnsinnig macht. Dieses Umgefuchtel immer, das geht gar nicht. Und aber der hat irgendwie seine durchschnittliche Viewing-Zeit gezeigt und die war auch gar nicht so hoch. Also ich schaue ein Video eigentlich meistens, wenn ich die Zeit habe, komplett an. Oder wenn es mich interessiert, schaue ich es eigentlich schon komplett an. Wenn es mich überhaupt nicht interessiert oder wenn der Typ, der es gemacht hat, mich irgendwie gar nicht anspricht, gut, dann schalte ich gleich ab. Das stimmt. Eilers ist verletzt, der ist egal. Das soll jetzt noch zu Ende spielen. Oh, 4-1. Die 5-1 schon. Sind eigentlich die Streams, du weißt es doch bestimmt, Lars, wenn ich hier jetzt bei YouTube aufzeichne, sind die Streams dann eigentlich auf YouTube gespeichert? Weil ich sehe zum Beispiel bei mir in Analytics, sehe ich den gestrigen Stream mit, heute über den Tag verteilt mit Zuschauern. Da könnt ihr ja selber hier auch nachschauen, gell? Okay. Mit dem bei mir in der Liste drin habe.
So, also souveräner Sieg, 5:1. Haben wir gut gemacht, aber es war leider unsere U19. Ja, okay, die sieht man dann also, okay. Sinnvoll, dass ich sie dann nochmal parallel hochgeladen habe. Ah ja, da, Tatsache. Stimmt ja. Ist ja cool. 10 Aufrufe, der gestrige Stream. Der von vorgestern, nee, der vom 17.01. 11 Aufrufe. Oh, zünn. Ja, also, ja, ich lade sie trotzdem nochmal hoch. Dann sind sie gespeichert und gesichert auf YouTube. Man weiß nie. Genau, im Twitch fliegen sie runter, das ist doof. So, jetzt sind wir mal mit der ersten Mannschaft zur Abwechslung. Oh, 10 Spiele in der Anfangself. Na, 14 Tagen, genau. Aber man kann ja bei Twitch man kann das ganze Zeug ja trotzdem hochladen nochmal. Also man könnte es runterladen, nochmal hochladen, dann würden sie ja bleiben. Wenn ich das richtig gesehen habe. Also bei mir sind da zumindest noch von 2019 Videos in der Oberfläche als Videoproduzent oder wie sie das nennt. Hier. Highlighten, ja, genau. Warum sind dann unter dem Livestream nur 10 Leute da? Quatsch, nur 2 oder 3 Leute da? Und warum schauen, naja, wobei gut, tagsüber, wir sind spät dran. Die sind vielleicht woanders und schauen sich dann tagsüber die Videos oder den Stream noch an. Ist ja cool. So. Ich schaue gerade am Abend immer von Leo's Mind oder Leo Mind. Ich weiß nicht, ob du den kennst auf Twitch. Der macht auch so Videos oder Streams über ja, Streamen generell und allerdings hauptsächlich auf Twitch. Der ist jetzt auch Partner geworden und der hat ab und zu so Interviewpartner. Das finde ich ganz interessant, was da die Leute immer so erzählen. Dieser Anno-Profi oder Anno-Spieler, der wurde 8-mal jetzt abgelehnt als Partner. Boah. Ja, aus der Fußball- und Sportwelt raus. Das stimmt. Also zumindest auf dem Hauptkanal stimme ich dir zu. Absolut. Auf dem Fußballmanager-World, da würde ich natürlich erstmal bei den Fußballmanagern bleiben, aber auf dem Hauptkanal jetzt muss mal was anderes her.
ist auch, man liest ja da viel oder man hört da ja viel, ist es sinnvoll, sich auf ein Genre zu konzentrieren oder ist es sinnvoll, mehrere Genres zu machen? Es sagt ja auch jeder anders. Also im Endeffekt ist ja das Ziel, oder sollte ja das Ziel sein, dass die Leute ja wegen einem Let's Player kommen oder wegen der Person kommen. Das sollte natürlich das Optimale sein. Und was er dann macht, ist vielleicht ist gar nicht so wichtig. Dazu muss natürlich ein super Entertainer sein, das bin ich jetzt sicherlich nicht. Aber ich glaube, man sollte schon mal was anderes bringen. Also vielleicht jetzt nicht permanent, man kann ja sehen, oder man sollte sich das halt ansehen, wie das dann läuft. Also ich glaube auch, dass super tolle Streamer oder Let's Player, die wirklich erfolgreich sind. Let's Tor! Genau, eins für uns. Die werden auch ein bisschen ihre Spiele danach auswählen oder wenn eins gut läuft, werden sie es länger bringen. Wenn eins überhaupt nicht läuft, werden sie vielleicht auch relativ früh rausgehen. Genau, ich sage auch nein. Ich bin auch der Meinung, ein Genre muss nicht sein. Gibt sicherlich Möglichkeiten. Also gerade jetzt bei mir mit dem, dass ich mir jetzt auf den zweiten Kanal mit dem Football Manager World und eben dann hätte ich ja noch einen mit Handy spielen, wo ich zwar im Moment auch nichts mache oder noch gar nichts gemacht habe. Aber man kann schon ein bisschen was anderes auch bringen. Ich würde gerne mal ein Adventure zocken. Das habe ich früher total gern gemacht. Vor langen Jahren. Auch vielleicht irgendein Spiel, wo überhaupt nicht so im Fokus steht oder sowas. Also ich weiß gar nicht, was ein Adventure ist, was im Moment gerade da groß angesagt ist, aber vielleicht irgendwas, was Kleineres, was Angenehmes. So, damit sind wir Dritter immer noch. Oder ein Jump and Run, aber da bin ich halt so schlecht auch. Das Half-Life, wo ich mal gezockt habe, das ist halt damals so gut wie gar nicht gelaufen. Also da war die Resonanz eher bescheiden. Ich fand es zwar ganz cool, aber es hat irgendwie keiner groß angesehen. Außer wie Fußball, ja. Ich spiele schon gern Fußballspiele. Ich spiele aber auch gern, oder ich würde auch irgendwelche Wirtschaftssimulationen, finde ich auch ganz cool. Ich habe sogar in meiner Steam-Liste Transocean, The Shipping Company. Das gab's mal umsonst. Ich lade jetzt mal runter. Das gab's mal umsonst auf der Computerbild Spiele, als die noch gab. Das wäre vielleicht auch mal was zum Zocken. Oder welche Wirtschaftssimulationen kennst du, würdest du empfehlen? Simulation steht bei dir auch drum. Ich würde sogar einen Politik-Simulator spielen. Das wäre auch ganz cool. Bin ja da im Thema durch meine Frau. So, der nächste Spieltag. Sind wir schon am 5. angelangt. Möglich, gut wäre es halt, wenn dann die Simulationen, also die Wirtschaftssimulation natürlich auf Deutsch wäre. Weil das alles auf Englisch muss ich nicht haben. Tropico, ja genau, das habe ich sogar. Das habe ich in meinem, wie nennt sich's, in meinem Origin-Account drinnen.
Das wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, ja. Tropico. Städtebau, ja, sowas. Ich habe auch früher Sudden Strike gezockt. Also das ganz alte Sudden Strike. Ja gut, ich bin Englisch. Es geht schon Englisch. Ich habe sogar schon Let's Plays auf Englisch aufgenommen. Allerdings mit sehr eingeschränkten Wortschatz. Aber es war auch okay. Es war damals ein Baseball-Simulator, den ich da gezockt habe. Anno, ja, das wäre auch nicht schlecht. Ich habe auch noch irgendein, es gibt ja auch ein Civilization, wo im Weltraum spielt. Ich weiß jetzt gerade leider, ich komme jetzt nicht im Moment nicht auf den Namen. So eine Weltraumhandelssimulation wäre auch interessant. Star Wars, nee, Star Wars war was anderes. Oh Gott, schon wieder mitten in der Nacht. Alpha Centauri, genau, das war's. Das Beyond the Earth ist, glaube ich, ein anderes, oder? Ich glaube, das sind zwei verschiedene Spiele. Aber ist das vom Sid Meier, ist das schon gekommen? Ich dachte, das hat sich immer ewig verzögert. Ich habe zum Beispiel an der PlayStation Elite Dangerous mal gezockt. Fand ich auch nicht schlecht. Allerdings habe ich da echt Schwierigkeiten in diesen Mondbasen oder diese Todessterne oder was das da war, irgendwie immer reinzukommen, zu landen. Und wenn ich dann ewig an diesem Scheißdreck rumdoktere, an diesem bedingt optimalen System, da stelle ich mich an wie der erste Mensch. Das war doof. Aber auch nicht schlecht. Vielleicht experimentieren wir jetzt mal etwas. Als Bär und Hörst schon draußen. Okay. Bin da etwas spät dran immer. Ich schaue gerade mal auf Steam nebenbei. Boah, 4-0. Unsere U19 rockt ab. Der Handballmanager ist gerade bei den Simulationen da. Der wäre was für mich. Stell mir auch super spannend vor, ein Handballsimulator.
Killer Kowalski. ...2014, okay. Uff. Ups. Ich kann mich noch erinnern, wo es irgendwie geheißen hat, es kommt irgendwann und es hat sich wieder verzögert. Hast du Elite Dangerous schon mal gezockt? Elite Danger, das ist cool. Ich habe das Ur-Elite damals auf dem C64 gezockt. Und da hat es mir eigentlich gut gefallen. Jetzt mach es! Jawohl! Nee, doch nicht. Gibt's ja nicht. Ja, Command & Conquer war doch zum Beispiel. Das erste Command & Conquer war doch so 95 oder 96. Uff. Tja, wir werden nicht jünger, Lars. Tor 5:1. Ja, es gibt schon Klassiker, die man immer wieder spielen, immer wieder zocken kann, so meine ich. Also. So, damit 5:1 gewonnen. Never. Alpha Bübsch. So, weiter geht's. Ja, ich habe damals, wie gesagt, das erste gezockt. Ich glaube auch die zweite Version. Tiberian Twilight, was rum, was war da? EA halt wieder. Die haben schon teilweise eine seltsame Strategie. Jetzt endlich.
Genau. Tiberium-Konflikt, ne, Alarmstufe Rot. Also die beiden, glaube ich, habe ich gezockt. Es war doch noch ziemlich mit ziemlich vielen Videosequenzen, gell? Wie der Wing Commander, das war auch so ein geiles Spiel damals. Wing Commander mit den ganzen Videosequenzen. So, jetzt nochmal 3 Punkte hier. Oh, super. Das wäre ja toll. Alle Serien und alle Spiele nochmal durchzocken. Wing Commander würde mich auch nochmal, das würde mich auch reizen. Aber wahrscheinlich die Dinger zum Laufen zu bringen. Ich habe letztens versucht, ein altes Anstoß zum Laufen zu bringen, weil wir uns noch darüber unterhalten hatten. Das ging absolut nicht. Wie machst du das nochmal? Du hast über die DOS-Box, hast du gesagt, oder? Das heißt, du hast das Spiel als Datei auf der Platte, oder? Und startest das über die DOS-Box. Oder ist es jetzt bei jedem Spiel anders? Dieses Jahr aber noch ein volles Programm. Wobei, wenn du soweit schon im Voraus aufgenommen hast, also ich schaffe eigentlich so, in einem normalen Tag schaffe ich am Abend so 3 Let's Plays vielleicht aufzuzeichnen, so insgesamt. Ja, meine Teile, so heute Eishockey-Manager waren eine halbe Stunde, die beiden Fußballmanager waren jeweils so 12, 13 Minuten. Also da würden 4 Teile gehen, allerdings ist es dann immer so eine Sache mit dem Streamen, weil ich da meistens total platt bin. Ja, God of Games ist das, oder? Schieber! Das sind ja bei mir gar keine DOS-Spiele. Also wie gesagt, dieses Anstoß, das ist ja ein normales Windows-Spiel gewesen. Allerdings irgendwie Windows, keine Ahnung. Ah, ich könnte es im Kompatibilitätsmodus. Das wäre vielleicht nur eine Option. Muss ich mal nochmal probieren. Ich hatte ja letztens das Problem, als ich dieses Anstoß probieren wollte, habe ich ja erstmal festgestellt, ich habe gar keinen CD-Player, kein CD- oder DVD-Laufwerk mehr an meinem neuen Rechner. Das habe ich damals bei der Konfiguration irgendwie gar nicht mehr so im Blick gehabt. Da dachte ich mir, wie machst du das jetzt? Dann habe ich mit einem Kopierprogramm das Spiel dann kopiert. Ich meine, ich weiß, das ist normal auch nicht erlaubt, aber ich habe das Original da gehabt. Also das heißt, ich habe es dann rübergezogen und mir dann auf meinem PC drauf gespielt. Allerdings lief es nicht. Da habe ich wieder runtergeschmissen. Genau, kompatibel Admin frei. Das werde ich nochmal probieren. V
4 Kampagnen und einen Herausforderungsmodus. An Herausforderungen wächst man. Ja, Laufwerk stimmt. Sollte man drin haben. Sollte man auch. Wenn man vor lauter Hektik damals, mir hat ja ein Freund den PC quasi zusammengestellt, was ich für eine Grafikkarte nehmen soll und für ein Mainboard, für einen Prozessor. Und den habe ich dann so mir zusammenbauen lassen, aber ich habe voll vergessen, dass wir vielleicht ein CD-Laufwerk oder ein DVD-Laufwerk bräuchten. Ich glaube, da würde ich dann die Geduld verlieren, wenn ich da ewig nicht weiterkomme irgendwo. Zeitlimit und Waffenarsenal. X4, den wechseln wir mal aus. Das wäre. Aber gut, du als Profi, was die Spiele angeht, natürlich leichter. Ich würde wahrscheinlich verzweifeln. Ich habe schon bei Half-Life, wo ich ja quasi auch in der leichtesten Stufe gezockt habe und die Lösungswege auf dem Bildschirm hatte daneben, habe ich mich schon schwer getan. Ja, Profi, du bist zumindest, was dieses Genre angeht, bist du erfahren und gut. Oh, es gibt Gelb-Rot. Für mich wäre das wahrscheinlich absolut das Killerspiel. Du musst mal meinen Sohn FIFA spielen sehen. Der kann ausrasten, obwohl er noch ein Stummelzwerg ist. Aber der kann da gar nicht verlieren. Ich glaube, der würde den Joystick echt rausschmeißen. Ich habe ja mal als Kind oder als Jugendlicher oder keine Ahnung, wie alt ich war beim C64, weil was nicht funktioniert hat, mein Controller gegen die Wand geschmissen. Musste mir halt einen neuen kaufen damals. Vom eigenen Taschengeld. Hearts of Iron, ja genau, das habe ich auch schon gezockt. Aber das ist doch mehr dieses Hexagon-Zeug. Oder Hearts of Iron war doch. Habe ich auch mal einen Hearts of Iron 3 oder so habe ich mal gespielt. Oder 4, irgendwas war das. Ja, also Tastatur, mittlerweile geht's, da habe ich mich unter Kontrolle. Dürrholz. Wobei es schon frustrierend ist. So, jetzt noch
3 Minuten, dann haben wir hier die weiteren 3 Punkte eingefahren. Das wäre ja cool. Das wird spannend. Nee, Hearts of Iron 4 war das dann nicht. Dann war das vielleicht 2 oder sowas. Also das ist schon ewig her. Das war bestimmt... Jetzt pass auf. Das war noch in der alten Firma. Da bin ich schon 2010 weggegangen. Kann es sein, dass das Hearts of Iron 1 oder 2... Sind die schon so alt? Doch. Jetzt wird es spannend. Oh. Nein! In der Nachspielzeit. Dann war es der Dreier, genau. 2009, der war es dann. Weil ich bin nur meinem Arbeitskollegen damals clean habe, das weiß ich noch. Lassen wir uns ein 4:1 aus der Hand geben. Ich krieg Plack. Zweite Runde südbadischer Pokal. Ja, Vielfalt an Spielen, das sehe ich auch so. Ich glaube, es ist auch wichtig für uns auch mal was anderes einfach auch mal zu zocken. Nur immer auf einer Schiene, also gut, klar, ich spiele gerne Fußballmanager, aber ich spiele halt auch gerne mal was anderes. Wenn ich auch mehr schlecht als recht spiele. Ja, du hast recht. Also, was sagt uns das? Ich werde vielleicht morgen dieses Transocean mal zocken. Torreiches Spiel, super. Zweiter Weltkrieg, ja, da habe ich auch schon meine Erfahrungen gemacht. Ich habe was war denn das? Panzergeneral, irgend sowas habe ich mal gezockt, damals auch als Let's Play. Da hatte ich dann auch Claims drauf immer, wobei das Originalspiel war, also das war ganz komisch. Es wurde dann zwar wieder zurückgezogen, als ich Einspruch eingelegt hatte. Und ich konnte dann damals, wo man es noch monetarisieren konnte, also auch unter 1000 Abos, hat mir zwar 3 Euro gebracht, das Ganze insgesamt, also mein ganzer Kanal. Aber das war dann immer ausgenommen, also das war schwierig. Bad Dürrheim. So.
Wobei mich diese Doha, diese Hexagon-Spiele oder wie man dann sagt, also gerade so Panzergeneral und sowas, wo du, das finde ich auch nicht schlecht, fällt mir eigentlich schon ganz gut. Da gibt es ja auch unheimlich viele. Vernichtungskrieg und sowas, ja, ja, klar. Ja, aber trotzdem, auch da, das ist irgendwie trotzdem nicht so gern gesehen, glaube ich. Klar, bei dem einen, ich hatte, da ging es irgendwie, eine Kampagne war, wo der Angriff auf Pearl Harbor von den Japanern aus gesehen. Da muss ich sagen, habe ich auch ein bisschen ein Problem mit mir selber, da sowas zu spielen. Wobei jede Simulation ja irgendwo oder eine PUBG oder die ganzen Shooter ja auch Gewalt irgendwie beinhalten. Also, weiß nicht. Mein Kumpel zockt gerade immer das PUBG ewig immer und jetzt Call of Duty. Konnte mich jetzt nicht so dafür begeistern. Genau. Dabei zockt man ja nur. Das ist ja ein Spiel. So, jetzt aber noch die Pokalrunde noch. Ja, 70 Jahre sind nicht viel, das stimmt. Wobei viele Leute da auch nichts draus gelernt haben, leider. Faul. Wolfenstein, ja. Mei. Da habe ich noch die Originalversion irgendwo damals. Die hat mir einer besorgt. Ein Spielehändler. Also mit den ganzen Symbolen. Ist, glaube ich, noch original verpackt bei mir im Schrank. Hat mir einen Sammlerwert. Es ist dann auch immer eine Frage, finde ich, wie man dann das Ganze darstellt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Kommandos früher nimm, die Spiele-Serie, da habe ich auch noch irgendeinen Teil da, wo du halt mit so deinen Kommando-Mitstreitern irgendwelche Leute überfallen oder irgendwelche geheime Missionen hattest und dich verstecken konntest und von hinten dann die Wachsoldaten ausschalten musstest, da sind die ja, glaube ich, verschwunden gleich dann. Also im Spiel, die waren dann weg oder so. Wenn natürlich bei Soldier of Fortune oder wie das hieß damals, wenn du einen Kopfschuss machst und die ganze Birne davon fliegt, das sind halt Sachen, muss das ja, muss ja nicht sein, sagen wir so. Indiana Jones, genau. Da, oh, der Klassiker, richtig, was die Hakenkreuze angeht, ja. Oh. Genau, das mit dem Hackkreuz, das weiß ich, ja, stimmt. Ja, da halten wir uns raus. Wobei ich trotzdem irgendwann vielleicht nochmal einen Panzergeneral zocken würde. Gibt doch jetzt auch irgendein Freeware-Spiel, Tanks oder wie heißt das? Wo ja auch total gut geht, aber da sind wahrscheinlich keine Hakenkreuze zu sehen. Aber halt auch Vernichtungsspiele ist irgendwie den anderen Panzer zerstören. Oh Gott. Ich glaube, nach dem Spiel werde ich aufhören. Werde mich wieder auf die Couch legen.
werde endlich wieder deinen Kanal einschalten und werde mir irgendein Let's Play raussuchen. World of Tanks, genau. Ja, ich werde sehen. Vielleicht nehme ich auch ein altes Let's Play von dir. So. Gewonnen. Wir sind weiter im Pokal. Stehen wir denn finanziell? Und läuft, läuft. So. World of Warships, genau, das gibt's auch. Jawohl, genau. Dann werde ich jetzt Schluss machen, Lasi. Ich bin dann morgen, ich denke auch wieder so, ja, morgen müsste ich es um 11 schaffen. Sonntag, Montag ist ja die Nacht früh vorbei. Ja, vielleicht sehen wir uns morgen, wenn wir es zeitlich schaffen. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Pass auf dich auf und ich erstatte morgen Bericht, wie lange ich schaffe. Was sicherlich nicht an deinen Spielen liegt, bloß daran, dass ich hundemüde bin. Also wenn ich nicht so lange schaue. Aber ich sag's dir morgen. Also, mach's gut. Bis morgen.